Hallo und herzlich Bonjour. willkommen zur nächsten Folge von Colony Survival mit Noah. Juhu. Die Reaktion, Ah. ey. Ich knete dir ein. So, wir haben jetzt Bienenwachs und jetzt auch gleich Bogen, Sehnen. Wenn das der nette Herr macht. Irgendwann macht er das. Der macht aber nur drei. Ich erhöhe das mal auf fünf, dass wir auch genügend haben davon. Ja. Dass wir noch genügend Bögen. Oder müssen wir den Bögen selber machen? Nein, warte mal. Brauchen keinen Bogen. Ah. Bogen brauchen wir noch nicht. Wer baut den Und Bogen dann? Workbench. Oh, wir haben Chicken Meat und jetzt haben wir auch Feathers. Yes. Und Ah, wir haben super. 300 Erst hat er Bögen. geschlachtet, Und super. Pfeile. Wir haben Erst hat er 300 geschlachtet. Pfeile. Ne, wir haben schon mehr als die ersten. 34 Stück haben wir schon. Jo. Yay. Ah, wir müssen jetzt den Bogen Animals erst were machen. harmed in making this food. Ja, das ist richtig. Aber wir sind eine Überlebensgesellschaft. Da ist leider für den Anfang ein veganes Essen nicht so möglich. Halt's Maul, bis jetzt gegen Brot. Brot hat uns auch versorgt. Und Ja. Beeren haben uns auch versorgt. Also eigentlich absoluter Luxus, dass wir Hühnchen schlachten. Ja, es geht halt schneller. Verdammt, du hast recht. Wir sind eine Lebensgesellschaft. Moment. Brot. Erstmal Beeren, dann Brot. Also, jetzt die Hühnchen. Vorher haben wir auch überlebt. Naja, also eigentlich ist man ja Jäger und Sammler anfangs. Nee. Wir sind direkt zum Anbauen gegangen und zur Siedlung. Wir haben den Jäger-Part und den Sammler-Part übersprungen eigentlich. Ja, gut, unsere kleine Kolonie wächst hier schön. Das ist halt der Gegenteil, das Gegenteil zu Minecraft. Ja, ein bisschen. In dieser Folge wollen wir auf jeden Fall unseren Builder machen. Der Builder braucht 2000 Punkte, die kriegen wir heute vielleicht noch zusammen, aber vor allem braucht der 2000, Bricks nicht 1000. 2000. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch Bricks. Oh, Tatsache. Mehr Bricks. Eich Bricks. More bricks for the world. Was denn? Nix. Frage ist, wer baut Jeder hat Bricks? frei. Der Furnace. Wir können ruhig noch einen hinstellen. Wir haben noch einen. Der Furnace. Der Furnace, der Furnace, der Ich hab den Furnace. gerade schon rausgenommen. Soll Oh ich ja, ihn direkt hier. neben dran stellen? Wo bist du? Ah, da. Baut aber zu wenig Bricks. Das ist das Problem. Das Limit ist einfach nicht hoch genug. Der baut lieber Ja, Bronze-Ingots. es fehlt ja Clay. Es fehlt momentan Clay. Ja, okay, nevermind. Und deswegen. Clay gibt's unten in der Mine, ne? Genau. Brauchen wir noch mehr Miner. Nein, Quatsch. Oh. Bis jetzt nicht. Ich muss erst mal 2000 Punkte. Bis dahin hat er auch den Clay zusammen. Stockpile sind noch 7, dann muss Hannah kann er rausnehmen, es fehlen nur noch 45. Ich 9 mal glaube, wir haben 5. schon einen zweiten Typen gebaut. Ja, aber das bringt ja nichts. Der schläft gleich erstmal, weil es gleich Nacht ist und dann ist gut. Dann hat er sowieso fertig. Wir müssen wieder durchfüttern den einen. Ja, wie sieht's mit dir aus, Kollege? Bist du hier noch am fleißig am Arbeiten, ja? Wie kosten die eigentlich momentan? Ah, immer noch 8 Mehls nur. Okay, gut. Bist du jetzt fertig mit deinem? Ich glaube, ja, du bist fertig. Nee, noch nicht. Passt immer noch hier ab. Oh, es gibt dann ja auch Coated Blanks, sehe ich gerade. Coated Planks. Also. Lasiert. Mit Wachs lasiert, ja. Geil. English Skills. Ich springe die ganze Zeit nur durch die Gegend über, mache nichts. Ich bin ist ein bisschen hier schön aufgebaut. Und Simulationsspiel ist eigentlich ganz nett. Das ist dope. Da steht zwar Dirt for Rich People, aber Dirt for rich people. Google auch mal, was der Dope ist. Wörtlich. ich glaube, das ist so. Soil? So. Nee, das ist, was man Archery. an die. Was? Archery complete. Ah, nice. Was man so an die Wand macht. Also, so wie, fällt das Wort nicht mehr ein. Oh, ist okay. Das haben die früher
Ich glaube. Ah, ich gucke einfach mit dem Handy schnell. Oh, sorry. Das müsste. Fehlen Bowstrings. War denn nicht selber die Bowstrings? Ja. Dafür fehlen uns B-Wax. Okay. B-Wax werden gemacht. Wieso steht eigentlich immer noch Candles als Top-Priorität? Hm? Gute Frage. Ah, ich bin bei den verdammten Hühnern. Ups. Ja, jetzt ist er nicht mehr, ne? Jetzt nicht mehr, ne. Wir können auch die... Ah ja, ne, Chicken Meat and Feather. Okay, pro Hühnchen gibt es 2 Chicken Meat. Ja, aber kostet auch 15 Barley. Also wenn du es effektiv machen willst, brauchst du noch ein Barley-Feld. Mhm. Aber wir brauchen ja nicht so viel. Ja, gut, nichts. Wir haben sowieso ab morgen für die Pfeile. Hier, richtig. Wir haben ja sowieso... Das ist nur für die Pfeile und dann war's das ja. Wir brauchen sowieso ab morgen ein richtig großes Ding hier. Ja. Großes Feld. Ich meine, eigentlich musst du das Feld nicht erhöhen, ne? Du kannst einfach nach oben bauen, reiterisch und Treppe. Plantage oder Plantage. Ja, bis nach oben hast du ja nur ein Ding. Bestimmte Höhe. Also kannst du theoretisch, ja. Ja, aber das ist ja weg da rechts. Stufenstadt bauen oder so. Ne? Ja. Und so. Sword Art Online mäßig. Du hast 100 Floors und viel Spaß damit. Mhm. Aber das ist halt, nur in so einer Sache möglich. Also wenn du etwas Schönes machen möchtest, ist es nicht, was man machen sollte. Verstehe. Es ist effizient, aber eklig. Verstehe. Oder hässlich. Man muss auch irgendwo dann auch Häuser bauen und so. Also, du machst halt eine riesige Säule, machst da überall immer Betten rein. Machst dann außen hin alles mit Feldern und was weiß ich was voll. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Das können wir mal probieren, wenn wir eine... Aber das machen wir andersrum. Machen jetzt eine... So eine... wo man einfach... Anbaut, anpflanzt und was weiß ich was macht. Realistisch. Und eine unrealistische und dann machen wir eine realistische. Mit den Ressourcen, wenn wir die ganzen Sachen haben. Ich finde, wir sollten das hier schön upgraden zu einer richtig schönen Burg oder so, ja. Das war eigentlich auch so der Plan. Burg auf einer Insel, ja, war es auch. Aber klar, da müssen die Felder halt irgendwann rausverlegt werden, ne? Wie in der richtigen Burg. Genau. Ich glaube, das können wir dann auch vor die Burgmauern tun. Also Safe Zone würde ich halt Burgmauer innerhalb der Burgmauer machen. Können die Leute generell immer außerhalb der Burgmauer arbeiten? Das habe ich jetzt nämlich noch nicht ausprobiert. Ich glaube schon. Also außerhalb der Safe Zone meinst du jetzt, ne? Korrekt. Ich glaube schon, wir müssen es ausprobieren tatsächlich. Jetzt einfach mal. Aber es ist halt immer so eine Sache, wenn die dann nachts nicht rechtzeitig durch die Verteidigung rein. Funktioniert. Okay. Dann müssen wir halt nur noch einen Burggraben außenrum machen, dass dann halt die rechtzeitig rauskommen wieder. Mhm. Beziehungsweise wir brauchen halt für jeden Eingang, den wir dann extra bauen müssen. Das werden wir auch. Wieder Wachen, ja. Genau, müssen wir extra Wachen dahinstellen. Ja. Na gut. Was ich bei Cold Ore, ich habe auch gerade Cold Ore gefunden. Was ich da witzig finde, ist die Beschreibung. Schau sie dir mal an. Bei Cold Ore? Ja. Warning, might cause climate problems. Ja, die Niederländer immer. Ah, Quatsch. Nur weil Holland schön, ne? Überschwemmt wird, ich meine, mein Gott. Das hier gibt Schlimmeres, ne? Als einfach Hälfte von Land weg. Ah, oh, schön. Was heißt die Hälfte? Fast die ganze Ach, Niederlande. Ach Quatsch. Na, aber ich find's schön. Ja, ist auch. Ja, die Niederländer haben ein bisschen Humor hier im Spiel. Schöner Humor, ja. Ja. Also eindeutig die Spieleentwickler, ich tatsächlich kenne ich den Namen nicht von den. Wir können schon Construction machen. Wir haben es doch gar nicht gebaut, oder? Was? Wir haben es doch gar nicht erforscht. Science. Colony Points? Nee, Science. Bilder sind nicht gemacht, aber was ist denn Construction? Construction ist alles, was Bilder... Nee, Construction Shop ist für die Leute. Ah,
Mach so nur die Digging Area. Ah, verstehe, okay. Okay, jetzt praktisch einen hinsetzen. Ich könnte jetzt hier dem der Typ, wenn ich ja halt gleich die Construction, wenn ich hier die Dings fertig hat, jetzt hier hat er ja fertig links, da kann ich jetzt die Build Area direkt dran setzen, sozusagen. Wenn du es jetzt noch machst, ja, ansonsten, sobald genau. die Build Alles weg die ist, Area ja. fertig ist, ist er auch weg. Dann also, okay, auf. Dann habe ich es verstanden, okay. Gut, wie viel brauchen wir denn dann noch? Noch 330, exakt. Ja, und ein paar Bricks. Ja, aber die kriegen wir fertig in der Zeit. Genau, es wird ungefähr gleichzeitig fertig. Ja, ich würde sagen, die Bricks werden vorher fertig. Ja. Wenn der Lehmmensch... Oh, haben wir da unten überhaupt einen... Naja, wir haben keinen hingestellt. Oh, jetzt weiß ich, warum das ewig dauert. Ich mach mal ganz kurz... Haben wir keinen Lehmmensch? Doch, aber wir haben ihm keine Dings hingestellt, keine Kiste. Deswegen rennt er immer nach oben. Verstehe. Deswegen dauert das so ewig. Verstehe, verstehe. Hm? Na gut, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. So, Unemployed 2, warum ist jetzt noch einer Unemployed? Ist er hinten fertig mit seinem Building-Job? Das genau. Hast du noch so wenig gemacht? Nicht so viel. Achso, das war doof. Ja, es war halt viel Luft dabei, ne? Ja, flatten the curve, the earth. Dicker Area. Oder eigentlich nur? Was du da eigentlich treibst? Auch eine Digger Area machen. Ach so. Ja, und ins Wasser springen und fast. Wie gesagt, zu dir für nicht ertrinken. Kann ja nicht ertrinken. Also, naja, Schaden kriegen, so. Hm. Hehe. Ja, der eine Block ist natürlich doof, wenn er sich selbst abbaut, nur, ne? So. Ja, das ist wieder weg. Das hast du mal gemacht, ne? Nee. Doch? Nein, meiner ist ja oben. Doch? Nein, meines ist oben. Ach, das kann ja gar nicht sein. Doch? Das ist ja ein Skandal. Cedric. Das ist ja quasi ein Skandal. Was machen sie nur? Ja, quasi ein Skandal, was hier passiert nur. Ey, yo. Was ist überhaupt erlaubt? Nö. Illegal. Was denn du da? Da soll er auf jeden Fall nicht was? Arbeiten, auf dem Block, den er selber abbaut. Hä, hey, der macht das doch dann auch... Der fällt dann nur runter. Weg. Nein, der fällt nicht runter. Klar fällt er da runter, der ist dumm. Der macht doch eh dann erstmal meinen. Der ist dumm. Wow. Was, wow. Alles naja, wie weit es schon rausgeht, das wäre nicht. Hey. Ja, du stehst halt ein bisschen im Weg, ne, Kollege? Science Builder ist fertig. Komplett. Ja, jetzt kommen wir auf. So, mach mal als nächstes dann den Koch oder den Technologist oder beide. Wie du willst. Je nachdem, wie viel Punkte wir kriegen. Ja, genau. Will mal sagen hier. Genau. Punkte und so. Okay, Build Area. Dort, ne? Ja, ich will schon mal hin. Da müssen wir eins nach draußen gehen, damit die mich nicht töten. Die armen Fischer. So, ich habe jetzt 294. Also ja, wenn kurz. Das hier drüben auf dieser, ne? So, komm mal hier von bei mir. Ist einmal raus. Ja. Ich bin hier einfach von da vorne bis genau. Hier hinter. Bei mir ist jetzt einmal raus. Oder ist das die richtige Höhe? Ne, jetzt müssen wir ans Hochs. So. Bei mir ist es bis hier vor diese, bis zu der Planke. Wir können übrigens Move Banner machen, das geht übrigens doch. Was für ein Ding? Man kann das Banner ein bisschen moven. Ah. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Tatsächlich. Ja. Also von mir aus könnten wir von hier, dann kann man hier einmal die Fläche schon mal bauen.
Ich kann hier, hier drüben noch eine machen. Warte mal, was hast du alles gemacht? Nix. Nein, von wo bis wo, meine ich jetzt. Hier zu mir. Von mir bis da oder von bis... Nö, von... ich fange jetzt hier an. Ja. So, den Block hier rüber. Und platziere dann einfach mal, die fangen ja noch nicht an mit Construction. Dann würde ich einfach rüber bis zu ihm bauen. Ich habe jetzt hier gemacht einen, so. Genau. Bisschen 10 Blöcke. Und ich baue jetzt das Ding quasi lang zu ihm. Ah, ne, 10. Genau, ich würde es quasi bis zu ihm bauen. So. Okay, dann kann ich das alle noch ein bisschen verlängern. Genau. Und die Fischer, die können wir eigentlich auch theoretisch ein bisschen umsetzen, weil die, glaube ich, meckern dann irgendwann. Guck nur, dass es halt das hier, dass dann beide rankommt. Wie viel hast du jetzt eigentlich verbraucht? Wie lang ist der Block? Also 600. Wie lang ist das Ding? 600, oh, das wird ein bisschen knapp dann. Der baut ja noch Erde ab, hier der Kollege. Ich meine ja nur, weil meins hat er schon irgendwie so, glaube ich, Wasser. Ja, 250 nochmal. Ja, das passt doch, wir haben doch 800. Na gut. Kannst du ruhig nochmal irgendein... Ja, dachte ich. 955. Nee, 700. 955. Okay, das ist dazugekommen in der Zwischenzeit. Ja, der Typ baut ja ab. Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er gerade den Kästegarten geschmissen. Mhm. Ah. So. Stay hydrated übrigens, gerade einen Schluck getrunken. Ich bleib jetzt erstmal ein bisschen weg vom Wasser. Noah rennt die ganze Zeit nur aufs Klo. Nervt dir die Aufnahmen? Ich habe hier eine gute Niere und die. Ja, genau, die gute Niere. Zwei gute Nieren. Nicht, dass jetzt Leute denken, ich habe nur noch eine Niere. Eine hat er gespendet. Genau, an Cedric, der hat jetzt drei. Hey, die habe ich verkauft bei Amazon. Oh Gott. Wir sind böse Menschen. Jetzt sagst du noch, oh Gott, ne? Aber irgendwann, wenn man die bei Amazon kaufen kann. Wir müssen jetzt verteidigungsmäßig mal ganz kurz gucken, ob das alles passt, Noah. Mal hier kann man Da nicht mehr, nee. Genau. Müsste man nämlich hier. Ah, nee, doch, das passt noch, das passt noch, das passt noch. Noch schon, aber am Ohrchen nicht mehr. Ja. Dann müssen wir hier eigentlich ein nächstes Construction-Ding bauen. Eine dicker Area. Genau. Magst du dich schon mal schedulen? Schon dabei. Wunderbar. Dann setze ich da auch schon mal. Ich tue schon mal Kiste mehr in Inventar. Aber wir müssen mehrere machen, ne? Also wir brauchen eine für den Berg alleine und dann brauchen wir mal eine für den unteren Bereich. Okay. Weißt du, wie ich das meine? Nö. Also du brauchst ja hier dann nochmal Platz unten. Hm. Weißt du? Ja. Dass du halt hier das wieder leer machen kannst. Beziehungsweise du halt. Wohl, wir können es auch so lassen erstmal. Das sehen wir dann gleich. Guck mal erstmal, dass der jetzt da hinten jetzt nicht irgendwie auch von unserem neuen Fundland sozusagen. Du bist eins zu weit raus. Hast du auch gesagt, eins weiter raus. Bin ich eins zu weit raus? Nein, du bist eins zu weit draußen. Ja, hast du auch gesagt, eins weiter raus wegen den Fischern. Nee. Das meinte ich nicht. Hast du gesagt? Das meinte ich nicht. Na dann. Kannst du den halt ab? Ja, das ist ja nicht schlimm. Der hat ja eh schon angefangen. Construction Builder Area. Und zwar, nee, nicht Lock. In der inneren Seite dann, ja. Ja. Von dem Block. Builder Area und Dirt. Du kannst es auch in der Luft platzieren, nur dass du es weißt, ne? Ja. Schöne Wassersounds. Da wünschst du dir die Flugsache von Minecraft, ne? Wieso? Dass man halt so Sachen einfacher platzieren kann. Gibt's auch Kleider. Ja. Oh, wir haben 5 Bögen. Ja, auf was? Ich probier mal einen aus. Ja, natürlich. Dann das Spielchen wieder. Ja, Verteidiger unseres Reiches. Aha. Natürlich ist er mir ausgewichen wie ein Meister hier, der Zombie. Herrgott in Frankreich, ja. Herrgott in Frankreich, sage ich.
Was? Kenn ich nicht. Kennst du nicht den Spruch wie Herrgott in Frankreich? Nee, kenn ich nicht. Hm. Das macht so viel mehr Spaß mit dem Bogen. Ehrlich. One-Hit. Und 3 für den grünen Zombie. Also nicht Doppelschaden, sondern... Oh doch, Doppelschaden immer noch. Ah, und du siehst doch die Pfeile in den Zombies stecken. Mhm, das ist gut. Ja, ist das, wenn du Headshots verteilst. Heißt es, ich kann dich abschießen? ich bitte das zu vermeiden. Frau Weyer, sehr trägt. Außerdem sieht man die Projektile ja nicht, also bezweifle ich, dass du das kannst. Wie viel Leben hast du? 15. Okay, dann lass ich's lieber. Vielleicht war das ja auch gelogen. Hallo? Was wird das? Krass, was wird das? Ja. Noah bringt mich gleich um, ich werde gleich erstmal sterben. Danke, Noah. Wir können auch unsere eigenen Leute töten, ne? Ja, oder wir tun's nicht. Habe ich Essen zu verschenken, oder was? Wir haben 520, ich will fast sagen, ja. Nein, 500 ist nicht viel. Siehst du, wie viel Platz da noch ist? Das muss voll sein, bis zum Doppelpunkt. Welcher Doppelpunkt? Der nach Meals. Welcher Meals? Meals! Achso, Meals. Ja. Oh, wow. Ja. Ich hab Nils verstanden. Ja, wer ist Nils? Genau, das dachte ich auch. ich glaube, wir brauchen doch bessere Leute. Nö. Die machen das gleich, keine Sorge. Siehst du, ist schon alles easy. Siehst du, sag ich ja, alles easy. Die töten die alle. Noch ist keine Gefahr. Guck, alles easy. Pff. Komm so langsam. Einer dann nicht mehr. Hm? Ist ja dann nur noch einer übrig. Weißt du, was ich meine? Nein. 3 gehen ja dann gleich. Ja und? Der reicht auch. Zugleich, wenn die weg sind, reicht der auch. Sicher. Der reicht. Den einen kannst du irgendwann kannst du upgraden zum Bogenschützen, wenn du willst. Ich nehme den Typen erstmal den Arbeit ab wegen den Sling-Projektilen, weil das ist aber dann zu. Ja, unnötig. Guck mal, wir haben jetzt 125 Weed plus. Mhm. Minus, ne? Ich glaube, was wir brauchen, ist weniger Weed. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas weniger Weed brauchen. Ich glaube, wir brauchen einen weiteren Grindstone. Ja, aber wir haben jetzt auch Beeswax, das produziert wird bei den Meals, deswegen. Ach so. Das ist natürlich praktisch. Deswegen ist es ausgeglichen, beziehungsweise nicht mehr ausgeglichen genug, vielleicht. Vielleicht brauchen wir einfach nur noch mal einen Ofen dazu. Vielleicht. Hm. Jetzt müssen wir erstmal erhöhen wir jetzt, dass wir wie viele Punkte wir kriegen. Ach ja, Candles brauchen wir auch. Ja, wenn alles brauchen, sonst gibt es das nicht im Spiel. Weil die nämlich Points geben. Echt? Ja. Sollten wir erstmal unsere Punkte erhöhen. Ja, aber die erhöhen durch die Punkte. Ja, wir sollten aber erstmal die Point Efficiency erhöhen. Ja, zusätzlich zu den Beeswax. Ich habe jetzt mal wieder Beeswax, also beziehungsweise Candles auf voll gelegt, dass wir dann halt wieder Punkte kriegen. Ne? Ja. Falls du damit d'accord bist. Bin damit d'accord. Perfekt. Kriegen wir einfach mehr Punkte pro Tag. Das ist, ist ja auch wichtig. Ja. Weil von Essen können wir nur so und so viel kriegen und ja. Ja, ist ja gut. Die Luxusgüter erhöhen das ja. Ich weiß schon. Dafür sind sie ja da. Mhm. Fortschritt durch Luxus. Genau.
von der. Ah ja, das da oben. Ja, wir könnten gleich den Technologist dann starten, wenn du Frage möchtest. Frage jetzt, für was macht er denn? Er sagt nicht Technologien. Der macht Basic Science Bags. Und die werden halt für höhere. Also Forschung für die danach. Ja. Für alle Forschungen, die jetzt kommen werden, kommt, braucht er halt die. Ja, sollten wir nicht vor uns um den Cook kümmern? Können wir ihn auch schon mal anmachen, ja. Das ist ja. Obwohl, machen wir nicht wegen den Punkten. Lass uns lieber. Die Punkte werden nicht verbraucht, bis wir abschließen, also. Okay, weil lass uns lieber Point Efficiency das nächste Mal upgraden, einfach für die Punkte, weil. Also jetzt. Können wir nicht 1500. Oh. Was zum Teufel? Wie viel wird jetzt auch was zu buchen? Ah, die Builder Size ist dazu gekommen. Ah. Genau. Der eine einsame Zombie, der bis in die Nacht noch wach blieb. Bis am Tag noch wach bleibt. Ja. Verbrennt halt nicht wie in Minecraft, ja. Aber der war eh durchs Wasser unterwegs, also es ist egal. Genau, eben. So. Haben wir noch genügend Erde? Ja, okay. Wir können ja dann irgendwann Erde kaufen, einfach. Exakt, ja. Dann brauchen wir keine Bilder mehr. Kann Sachen kaufen, irgendwann. Mit Goldmünzen. Im Market, ja. Goldmünzen, meinst du? Im Market mit Münzen wahrscheinlich schon, ja. Okay. Oder vielleicht Points jetzt mittlerweile. Kann ja auch sein. Weiß ich nicht. Wer weiß das schon. Ach ja, man kann nur eine maximale Anzahl an Punkten erhalten durch eine Sache. Mhm. Habe ich gerade noch gesehen. Okay. Mhm. 500 durch Berry Meals und 1000 durch Bread Meals maximal pro Tag. Das klingt doch gut. Mhm. Und unsere Bread Meals sind auf 980. Am letzten Tag gewesen. Also, Ah, Point Efficiency macht nochmal 10% mehr. Erstmal jeden Tag. Ja, da kriegen wir 1000 voll. Mhm. Machen wir ja gleich. Ja, schon mal. Hier läuft unsere Felder, laufen schon mal gut. Mhm. Und schon schön gebaut. Wir könnten noch einen Bienen, einen Imker machen. Einen zusätzlichen. Mhm. Dass wir auch tatsächlich jeden Tag genügend Candles haben. Weil die bringen nämlich insgesamt, also eine Candle bringt 40 Points. Mhm. Ja, aber die Max Items per Day sind ein bisschen komisch. Wieso? Es sind nur 25. Kann ich nicht rechnen? Du kannst vermutlich nicht rechnen, ja. Wie immer halt. Ja. Wunderbar. Ja. Kopfrechnen ist mal wieder nicht da. Verstehe. Schrecklich. Aber wir haben eh nur zwei am Tag, also Stockpiled, also ist egal. War kein Stress, ich habe das nur platziert, weil der eine jetzt fertig mit seinem Bildauftrag ist. Da kann er gleich abtragen gehen. Weißt du? Ich habe nur ich habe einen weiteren Job platziert, weil der ist jetzt in zwei Blöcken fertig. Und ja, kein Ding, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Genau. Nee, und jetzt ist er fertig und jetzt geht er gleich den nächsten Job annehmen. Da ist ein neuer Job für dich, go. Gut, passt doch. Damit hier die Leute nicht reinkommen. Ja, die kommen jetzt auch jetzt schon nicht mehr durch. Genau, weil ich hier schon gemacht habe. Ja. Nur diese zwei Blöcke müssen wir dann noch. Also entweder hier draußen oder hier drinnen abtragen. Die hier? Ja. Die zwei äußeren wahrscheinlich. Sobald er damit fertig ist. Na, nee, der, wo er drauf steht. Deswegen. Ja, von da oben können die ja nicht runterspringen, hast du gesagt. Nee, aber die können da unten spawnen. Auf den zwei Blöcken hier. Auf diesen. Ah, das glaube ich nicht. Viele... Doch, glaub mir. Ich glaube, dass sie es können, aber ich glaube nicht, dass sie es machen. An deiner Stelle würde ich glauben. Wie manche an den Weihnachtsmann. Glaube ich nicht, dass sie das bauen werden, nur.
Doch, doch. Nein, glaube ich nicht, dass sie das spawnen. Doch. Glaub, die spawnen nicht. Und wie die das spawnen? Nö. Guck's weg und dann spawnen die da. Okay, ich guck weg. Ist die schon weggespawnt? Keine Ahnung, ich hab mich hingeschaut. Schau nochmal hin. Ah, nee, niemand gespawnt, siehst du? Noch nicht, nee. Ich nehme mal die Plasterblocks raus. Wie werden die eigentlich, also mit was werden die eigentlich hergestellt, ist die Frage. Ich will stellen. Ja, einfach so. Einfach aus Stone so. Bricks. Oh. Ups. Ein teures Unterfangen. Hast du eigentlich alle Fackeln geklaut oder besitzen wir einfach keine mehr? Noch 7 im Inventar. Ja. Also nur noch. Ja, hab keine, gibt keine mehr. Alle. Gönn mal eine Fackel nur, ich hab keine Fackel mehr. Hallo? Noah? Und du brauchst eine in die Hand, oder was? Ja, ich hab keine mehr, ich brauch zwei. Da oben sind noch 25, ich bin einfach zu dumm. Nevermind. Alles gut. Also jetzt steht da noch eine drinne. Also du hast bei dir im Inventar noch 25, oder was? Jetzt habe ich im Inventar 25 rausgenommen, ja. Wow. Schäm dich. Wieso? Dass du die nicht gesehen hast. Hey, die sind scheiße texturiert, ja. Der stellt jeden Tag für 12 her, also... Passt doch. Können wir auch auf 25 erhöhen oder auf 30. Kannst du irgendwo hier rein? Zeig mir deinen Weg. Okay, du gehst hier unten lang, okay. Da geht's nicht lang. Läufst du jetzt weiter da durch? Der Zombie folgt dir gerade einfach nur. Nein, der ist unten runter. Der läuft bis davor. Ah, Zombie. Was läuft die hier lang? Die raffen den Weg eh nicht. Irgendwo ist irgendwas. Nee. Klingt blöd, ist aber glaube ich so. Wir sind nur zu blöd. Na guck, der will zu mir, deswegen. War da auch nicht. Wir laufen bis dahin vorne zum Eingang, wir haben keinen Weg rein. Gut, sehr schön. Kannst einfach überprüfen, indem du da zwei Blöcke zu brauchst und guckst, ob wir in Siege Mode gehen. Gibt's da eine Anzeige für? Ich glaube, entweder eine Nachricht oder halt, Dings. Oben rechts wird's, glaube ich. Farbemäßig. Ja, ich glaube, eine Nachricht kommt. Ja. Ja, schau mal nach. Ich glaube, es müsste eine Nachricht dann kommen, you've entered Siege Mode oder so. Hm. Und dann sind die laufen die Zombies trotzdem weiter, bis sie dann irgendwie mit da stehen. Wenn's einmal probieren, warte. Hast du gemacht. Nee, noch nicht. Also will ich mich erstmal umschauen, ob es irgendwas gibt. Hätte ich sein, dass es jetzt erst am Morgen kommt. Aber. Ah, komm, jetzt können wir 50 Punkte, jetzt können wir 10% mehr Punkte pro Aktivität pro Tag kriegen. Ach so, mit dem Ding? Mhm, mit der Erhöhung, ja. Ah, okay. Steht jetzt nichts. Okay. Keine Ahnung, dann machen wir den Block wieder hin. Aufstehen, Männers. Der Tag erwacht. Aber es bringt halt nicht mehr Punkte. An, Doch. Ne? Die Gegenstände selbst bringen nicht. Nein, aber du kannst das Maximum bis erhöht. Mhm. Das ist halt, ich finde es trotzdem ganz sinnvoll. Wir waren ja jetzt schon im Maximum. Kurz vorm Maximum. Ja. Mit 50 kommen wir jetzt wahrscheinlich gerade so dran oder so. Genau, passt doch. Jetzt können wir als nächstes, was machen wir als nächstes denn? Wir müssen die Folge langsam wieder beenden. Die geht schon wieder 35 Minuten. Ja. Uiuiui. Ja, Special-Folge heute lang. Guck. Guck. Ja. Müssen wir das als nächstes machen und dann kriegen wir ja besseres Essen. Frage ist, was ist der Special, Digga? Das weiß ich auch nicht. Fragst du die falsche Person. Werden wir rausfinden. Gut, wir sehen uns aus nichts irgendwas, keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, hau rein, bis dahin und tschüss.